Liebe Darmstädterinnen und Darmstädter, 4 Wochen Kontaktreduzierung liegen jetzt mittlerweile hinter uns. Wir haben gemeinsam eine ganz neue Form der Lebensrealität und Wirklichkeit erfahren. Wir sind damit klug, umsichtig, durchaus auch sorgenvoll umgegangen, aber doch mit Zuversicht und mit dem, dass wir in unserer Stadt eine gute und stabile Entwicklung erreicht haben. Das zeigt sich an den relativ niedrigen Infektionszahlen, es zeigt sich an der sehr guten Situation in unseren Kliniken, in der Städtischen Klinik, im Elisabethenstift, im Marisa-Hospital, in den Kinderkliniken. Wenn ich sage sehr gut, meine ich, dass diejenigen, die dort arbeiten, sehr gute Arbeit leisten und diejenigen, die dort versorgt werden, eine optimale Gesundheitsversorgung bekommen. Dass die Situation schwierig ist, das muss ich Ihnen nicht sagen. Wir sind hier in einer Behelfseinrichtung, die die Stadt Darmstadt in sehr, sehr kurzer Zeit aufgebaut hat. Innerhalb von 3 Wochen haben Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr, von Darmstadt Marketing, des Katastrophenschutzes und viele freiwillige Helferinnen und Helfer hier auf dem Gelände des Klinikums Eberstadt in Räumlichkeiten der ehemaligen Neurologie diese Behelfseinrichtung aufgebaut, von der wir hoffen, dass wir sie nicht brauchen werden. Wieso? Weil diese Behelfseinrichtung mit insgesamt 100 Betten, davon 30 mit einer Sauerstoffversorgung ausgerüstet, diese Behelfseinrichtung soll dann genutzt werden, muss dann genutzt werden, kann dann genutzt werden, wenn die Situation in unseren Krankenhäusern schwieriger wird, weil mehr Infektionspatienten in die Krankenhäuser kommen. Wir arbeiten daran, dass das nicht geschieht. Aber wir treffen auch Vorsorge, dass wir gut reagieren können, falls es geschehen sollte. Und dazu haben wir eben hier wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen. Es ist eine Behelfseinrichtung, die auf die Räumlichkeiten einer ehemaligen Klinik zurückgreifen muss. Es ist keine Turnhalle oder irgendein Raum, der irgendwie hergerichtet wird, sondern es ist sehr, sehr nah an medizinischen Standards. Es ist hier auf dem wunderbaren Gelände des Klinikums Eberstadt inmitten eines Parks. Also diejenigen, die hier dann möglicherweise sein werden, haben eine Situation, die gut ist, gut sein wird für Sie, auch wenn wir, wie gesagt, versuchen wollen, das zu verhindern, weil wir die Situation in unseren Krankenhäusern gut im Griff haben. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben, den professionellen Kräften, den Freiwilligen und ich danke vor allen Dingen Ihnen, der Darmstädter Bevölkerung, dass Sie in den vergangenen Wochen wirklich so klug, umsichtig und sorgsam mit den besonderen Herausforderungen umgegangen sind. Das macht mich wirklich zuversichtlich, dass wir auch in den kommenden Wochen eine Situation und eine Lebenswirklichkeit in unserer Stadt erhalten können und vielleicht sogar auch wieder gewinnen können, die uns an eine bessere Zukunft glauben lässt, von der ich fest überzeugt bin.